Mal in der Jury gewesen. Ja. Wie war es, aufregend, spannend oder war es ganz klar für Sie, die Entscheidung? Die Juryaufgabe war wunderbar. Es war auch Arbeit, denn wir haben fast 40 Filme geschaut. Aber es war toll, diese vielen Filme auch in so kurzer Zeit zu sehen, weil man gesehen hat, in welch hoher Qualität in Deutschland produziert wird und wie viele tolle Schauspielerinnen und Schauspieler wir haben. Und dementsprechend habe ich das sehr genossen. Sind Sie eigentlich als Moderator vor der Kamera, war es für Sie ein bisschen ungewöhnlich, sozusagen sich jetzt mal mehr dem Fernsehen zu widmen, also dem Film? Das war für mich als Moderator sicherlich interessant, sich jetzt so dem Film zu widmen. Ich habe auch gemerkt, auch in den Diskussionen mit den Jurymitgliedern habe ich oft auch einen ganz anderen Standpunkt, eine ganz andere Einstellung gehabt, weil ich natürlich viel mehr Zuschauer bin, Schauspielkollegen, Tanja Ziegler als Produzentin, zum Beispiel Michael Kessler als Schauspieler, haben viele Dinge ganz anders beurteilt. Aber haben Sie denn geachtet? Ja, für mich ist natürlich beeindruckend, die schauspielerische Leistung zu sehen, wie die Geschichte am Ende aufgeht. Natürlich sehe ich auch, wie ein Film ausgestattet ist. Das sind natürlich alles wichtige Kriterien. Aber schlussendlich merkt man ganz schnell, ob was hängen bleibt. Und das ist natürlich dann der entscheidende Punkt. Das heißt, Sie haben eher sozusagen den Zuschauerblickwinkel gehabt? Ja, ich bin natürlich schon auch vom Fach. Aber was den Film betrifft, kann ich natürlich nicht sagen, ach, den Regisseur kenne ich und der hat das produziert. Und viele Schauspieler kenne ich zwar, aber nicht so gut, dass ich sagen kann, ich habe schon mit ihnen gearbeitet, und das ist natürlich bei den anderen Jurymitgliedern zum Teil anders gewesen. Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß heute Abend und gucken bei Ihrer Arbeit, die Sie... Ich bin ja gespannt auf unser Ergebnis, weil ich weiß ja auch noch nicht, wer gewonnen hat. Wir haben ja geheim abgestimmt. Ja, das ist wirklich sehr spannend. Ja.